Die meisten Männer, Herr Hesters, können von einem Leben, wie Sie es führen und geführt haben, nur träumen. Sie haben mit den schönsten Frauen ihrer Zeit gedreht. Sie hatten tausende, Millionen weiblicher Fans. Marika Röck hat gesagt, sie hätte sonst nie erlebt, dass ein Mann von Frauen so vergöttert wurde wie Johannes Hesters. Ist das eigentlich schön, so sehr von den weiblichen Fans immer wieder angehimmelt zu werden? Oder, was heißt schön? Es war gewaltig. Aber es ist nur dabei geblieben, ja? Es ist nicht weitergegangen. Wird das im Laufe der Zeit nicht auch eine Belastung, wenn man immer wieder angehimmelt, vergöttert, die Leute sind ihnen nachgelaufen, die Frauen in die Garderobe? Aber Sie haben gesagt, gut, nein, die Frauen waren noch nicht alle in die Garderobe. Aber ein paar schon. Ja, ein paar, das ist genug Raum für Sie, ja? Nein, das, so weit ging es nicht. Mein Gott, man musste immer Abstand wissen. Und das haben wir auch. Ich habe mit Marika Röck Filme gedreht. Ich habe mit Marika nicht so ein bisschen mit Liebe zu tun gehabt. Gegenteil. Mit Martha Eckert auch nicht. Martha Eckert war der Schatz von einer Kollegin. Ich habe eine Szene mit ihr gedreht, da stehe ich im Wachhaus. Und da stehe ich im Wach und da kommt sie. Und wir reden miteinander. Und plötzlich sage ich, und dann komm hin. Und ich küsse sie. Und plötzlich sagt sie, nein, es geht nicht. Ich sage, was ist los? Mit in der Szene. Ja, ich kann nicht. Ich kann nicht küssen. Der Direktor gleich da, ja, was ist Frau? Was ist Gnädige Frau? Der hieß, es ist doch ein netter Junge, warum küssen Sie ihn nicht? Ja, ich kann nicht. Kann ich nicht jetzt das tun? Na ja, komm, bitte, noch einmal. Die Szene wird nochmal wiederholt. Nehmen Sie wieder in die Arme. Will Sie wieder küssen? Sie macht wieder so. Das fand ich nun auch nicht so schön, dass ich denke, nun stehe ich hier nun als Trottel oder was ist? Dreimal hat die Direktion versucht, noch die Szene zu drehen. Sie hat es nicht getan. Was ist so? Komm, gnädige Frau, komm, wir trinken ein Glas Champagner und dann wird es wieder gehen. Ja, komm, also gut. 10 Minuten Pause, meine Herren. Herr Hesters, bitte setzen Sie sich. Ich sage, Dankeschön, ich bleibe in meinem Wachhauschen stehen. Und ich bin extra stehen geblieben. Und habe gewartet, bis die Viertelstunde vorbei kam. Und dann ist sie wieder gekommen und wir drehen, meine Damen und Herren, so war ich hier sitzen. Sie ist gekommen, ich nehme sie und dann habe ich gedacht, jetzt werde ich verrückt. Und was passiert jetzt? Sagt der Direktor, ja, Licht aus, eine Viertelstunde Pause. Und wir machen eine Pause und die Türen gehen auf und das Licht kommt herein und wer kommt noch herein? Yom Kippur. Ihr Geliebter, ihr Mann. Ich denke, aha, deshalb hat sie nicht geküsst. Sie wollte treu sein, aber es hat doch mit der Arbeit nichts zu tun. Gut. Herr Kammersänger, wunderbar, dass Sie da sind, nehmen Sie Platz. Ihre Frau Gemahlin dreht gerade mit Johannes Hesters eine Szene, das werden Sie sehen und so weiter. Und Kippur setzt sich hin und findet das alles schön, wusste gar nichts. Und er sagt, so, und jetzt wird gedreht. Und da kommt dieselbe Szene und Martha kommt wieder zu mir und ich nehme sie und sie will küssen. Ich sage, so! Und jetzt tue ich es nicht. Applaus von den Männern, die am Licht saßen. Solche Dinge können mal vorkommen, ja? Aber leider mit Martha. Ich habe sie etwas später in Amerika gesehen, wo ich in Amerika war auf der Broadway und da schaue ich ein Frauchen mit einem Tuch um und ich denke, ich komme mir so bekannt vor und sie schaut mich an und sagt, Juppi Hesters. Ich sage, ja, Martha, bin ich Martha? Nein, es ist nicht wahr. Und so haben wir uns wieder gesehen. Ich sage, sie muss heute Abend kommen, da und da. Jan ladet uns ein und dann haben wir dann abends mit Kippur und
Und Madame Roosevelt, Roosevelt saß neben mir und Künstler und hat, es war ein wunderbarer Abend. Aber es war wieder gut. Ich wollte das nur erzählen. Ja, das war auch gut. Aber nicht langweilig. Danke, schön. Nein, ganz im Gegenteil. Entschuldige. Aber ja, es Mensch, los. Waren wohl wenige Damen, die Sie nicht küssen wollten damals. Sie waren ja auch in Berlin sofort das, was man einen Star nennt, aber selbst haben Sie dieses Wort nie geliebt. Sie haben sich nie als Star gesehen. Haben Sie sich mehr als Sänger oder als Schauspieler gesehen? Ich sehe mich lieber als Schauspieler. Lieber als Schauspieler. Ich habe auch sehr schöne Schauspielfilme gemacht in dem Film. Bei der UFA und auch später nach dem Krieg habe ich, und schöne Partnerinnen habe ich auch gehabt.